Hallo, meine Lieben, und schön, dass ihr dabei seid zu meinem neuen Video. Heute gibt es meine Top-Bücher 2022. Also wirklich so die besten Bücher. Ich bin meine Reading-Liste durchgegangen. Was habe ich alles 2022 gelesen? Und das sind so die Bücher, wo ich direkt gesagt habe, ja, absolutes Lieblingsbuch. Kann ich jedem nur empfehlen, würde ich jedem einfach dazu drängen, es zu lesen. Ne? Ähm, ich habe jetzt keine bestimmte Reihenfolge, da ist jetzt nicht so Okay, wobei eine Nummer eins schon mit dabei. Die zeige ich euch auch zuerst. Aber eigentlich sind alles so auf derselben Stufe. Es sind verschiedene ähm, Arten von Büchern, verschiedene Genre. Mich würde unfassbar interessieren, was war denn euer absolutes Lieblingsbuch oder eure Top 3, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt. Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, damit die Community auch noch weitere coole neue Bücher entdecken kann und dass wir uns da ein bisschen austauschen können. Ich bin sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere Buch dabei, was ich auch gelesen habe. Das wäre mega cool. Und ja, alle Bücher sind unten verlinkt. Wir starten jetzt mit meinen Top. Büchern aus 2022. Also, das erste liegt schon mal ganz oben und zwar ist es Zodiac Academy von Carolyn Peckham und Suzanne Valenti. Ähm, ich glaube, es sind acht Bände bisher, es sollen aber noch mehr werden und es gibt auch schon zwei Spin-off-Reihen dazu. Es ist einfach so ein riesiges Universum, wo man erstmal vielleicht ein bisschen Angst hat davor, wenn man denkt: Oh mein Gott, es ist so viel. Aber wenn man erstmal drin ist, möchte man halt gar nicht mehr raus. Das ist so wie bei Harry Potter. Ich meine, ganz ehrlich, wird es bei Harry Potter noch weitere Spin-offs geben. Wir würden es alle feiern, wir würden es alle lesen, weil das auch so eine Geschichte ist oder so eine Welt ist, von der man einfach nicht genug bekommt. Ähnlich ist es hier: Wir begleiten in Zodiac Academy zwei Zwillinge, die in der Armut leben, in, von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht werden. Und Wirklich, man kann schon sagen, so auf der Straße erleben. Eines Tages erscheint dann ein komischer Mann und er entführt sie oder nimmt sie mit in ein Paralleluniversum und dieses Paralleluniversum ist voller magischer Wesen, wie zum Beispiel Vampire, Werwölfe, ähm, Feene, whatever. Äh, sagt irgendwas, es gibt es dort. Also wirklich alles Mögliche. Ähm, der Oberbegriff ist dann. Faye, was ich auch ganz interessant finde, und dann ist zum Beispiel Vampire ist eine Unterkategorie davon. Also man braucht am Anfang so ein bisschen, um da durchzuchecken, aber ähm, dadurch, dass wir gemeinsam mit den beiden Protagonistinnen in diese Welt eintauchen, lernen wir das dann schnell kennen. Der erste Band ist auch erstmal so ein Einstieg in das Ganze. Das, das fängt doch so ganz easy an. Um, ja, es ist eine Fantasy-Geschichte. Es spielt auf so einer Schule, auf der Zodiac Academy. Es geht darum herauszufinden, was hat es mit den beiden auf sich, welche Art von Face sind sie, ähm, ja, wie schlagen sie sich in der Schule und noch ganz viel mehr. Ähm, es gibt hier noch eine Gruppe Jungs, vier Jungs, die alles daran setzen, die beiden loszuwerden, sei es sie umzubringen, so gefühlt. Also es ist wirklich hart. Ähm, es wird auch noch in den weiteren Bändern sehr hart. Und ja, mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Es ist eine Geschichte, die euch emotional auf so eine kranke Achterbahn mitnimmt, dass ich gerade nach dem vierten Band eine Pause brauche, weil wirklich ihr müsst, ihr braucht eine Pause zum Durchatmen, weil ihr könnt es nicht mehr ertragen, ihr könnt es nicht mehr mitmachen. Das ist so krank, was da abgeht. Und ich wurde schon vorgewarnt. Liebe Grüße, Franzi. Ähm, was dass da einiges auf mich zukommen wird, aber damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das habe ich auch so sehr gefeiert, weil mich dieses Buch emotional so packen konnte, weil ich die Welt so cool fand. Es war mal was anderes. Ähm, wir haben hier äh, Smutty-Szene, wir haben hier ganz viel Liebe, Drama, whatever. Also alles, was dazu gehört, aber auch so sehr viel Spannung, so Mystery-Elemente, fast schon so. Horror-Elemente, möchte ich sagen, also hier ist wirklich so alles mit dabei und es ist so gut, es ist verdammt gut, ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, es soll anscheinend nächstes Jahr auch ins Deutsche übersetzt werden, aber es kann halt ewig dauern, weil, ich meine, es sind acht Bände, also das wird safe nicht so schnell gehen, ähm, aber ich wünsche euch, also wer Fantasy mag, wer Smuddy Bücher mag, aber auch erst so ab dem dritten, vierten Band, ich war euch schon mal vor, ohne Spoiler, ähm, Schaut es euch an. Es ist einfach nur genial. Ich habe es geliebt und ich freue mich schon drauf, weiterzulesen und auch noch die Spin-offs zu lesen, die ja sogar noch besser sein sollen. Dann haben wir gemeinsam in einer Leserunde auf Discord. Falls ihr noch kein Mitglied von Society of Tales seid, dann keine Ahnung, was ihr die ganze Zeit gemacht habt. Klickt auf jeden Fall unten in der Infobox rein. Dort findet ihr den Link und da könnt ihr unsere exklusive, ähm, ja, Lese-Society reinkommen und Teil von der Community werden. Wir haben zusammen der Gesang der Flusskrebse gelesen von Deja Owens und haben das auch ganz oft auch in Livestreams besprochen. Ich war dann auch mit Nasty im Kino, nachdem wir das gelesen haben. Und ich muss ehrlich sagen, hätte das Buch nicht so einen Hype gehabt. Ich hätte das niemals angeschaut, äh, geschweige denn so, also so in die Hand genommen, mir mal den Klappentext durchgelesen. Und ich glaube, ich glaub, selbst wenn ich mir den Klappentext durchgelesen hätte, hätte ich jetzt gerade so ja hm, weiß nicht so wisst ihr wie ich meine so oh, ein bisschen langweilig aber diese Geschichte oh mein Gott sie ist so wunderschön und ich habe also ich habe den Schreibstil der Autorin auch noch mehr zu schätzen gewusst, als ich dann den Film gesehen habe, weil ich, ich, ich saß dann im Kino und ich dachte mir, krass, genau so sah das in meinem Kopf aus beim Lesen. Und ich meine, das ist hier eine Umgebung, eine Landschaft, wo ich noch nie in meinem Leben war und die Autorin hat mir das so bildlich vermittelt, dass ich beim Lesen das Gefühl habe, ich bin hier vor Ort, ich bin da, ich bin da mit Kaya, ich schaue mir das alles zusammen an, ich leide mit ihr, ich fühle mit ihr und ähm, ich konnte die Vögel hören in meinem Kopf und Genau so war es im Kino. Also, ich kann euch auch den Film empfehlen, aber lest lieber das Buch zuerst, dann werdet ihr den Film noch mehr genießen, weil ihr euch dann weniger auf die Handlung, sondern mehr auf diese ganzen schönen Eindrücke konzentrieren könnt. In Gesang der Flusskrebse geht es um Kaya und Kaya lebt ganz alleine, man mag fast schon sagen, wie eine Wilde in den Sümpfen von North Carolina. Ich glaube, es war North Carolina. Ähm, doch, ich meine, es so North Carolina. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall. Ich spiele das Ganze auch in zwei Zeitebenen. Also zum einen finden wir heraus, wie es dazu kam, dass Kaya jetzt so ganz alleine, ohne Eltern, ohne Geschwister in ihrem Häuschen lebt. Und zum anderen in der Gegenwart gab es einen Mordfall. Ein Junge wurde äh, in den Sümpfen umgebracht und die ganze Stadt beschuldigt Kaya, dass sie die Mörderin von diesem Jungen gewesen sein soll, weil sie ja die komische ist, die, ja, die Außenstehende, die Außenseiterin. Und wir Versuchen dann eben den Fall zu lösen. Und auf der anderen Seite lernen wir Kaya und ihre Geschichte kennen. Und es ist so eine wunderschöne, packende Geschichte. Es ist spannend, es ist traurig, es ist emotional. Es ist aber auch so wunderschön, dass so das Herz warm wird beim Lesen. Also ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Ich habe es geliebt. Ich werde es sicherlich irgendwann nochmal anschauen oder durchlesen. Ich kann euch sehr diese Ausgabe von Hansa empfehlen, weil es sind auch nochmal Bilder drin. Ähm, ja. Absolutes Lebenslese-Highlight. Wer es jetzt noch nicht gelesen hat, wer den Film noch nicht gesehen hat, go for it. Dann ebenfalls mit der Community gelesen haben wir Die andere Hälfte der Welt von Christina Sweeney Baird. Und hier dachte ich echt, okay, ich dachte am Anfang so, okay, das ist wieder so ein Feministinnenbuch, wo wieder total übertrieben ist und alle Männer sind scheiße und äh, wisst ihr, wie ich meine? Bin ich ja überhaupt kein Fan von. Um, Allerdings sollte mich das vom Gegenteil äh, überzeugen. Ähm, die, die andere Hälfte der Welt ist eine Geschichte, die in der nahen Zukunft spielt und wo auch eine Krankheit ausbricht, ähnlich wie bei uns. Allerdings betrifft diese Krankheit nur die Männer. Frauen sind nur Überträger und die Männer sterben reihenweise an dieser mysteriösen Krankheit. Ähm, ich hatte beim Lesen das Gefühl, so, okay, cool, die Autorin hat sich äh, die ganze Covid-Situation so ein bisschen als Inspiration genommen für dieses Buch. Am Endeffekt habe ich aber erfahren, dass sie das Buch vor der Pandemie geschrieben hat, was ich richtig krank fand, weil so viele Dinge, ähm, also so viele Dinge, die bei uns passiert sind, die, die Menschen, wie die Menschen reagiert haben, was so in den Medien waren ähm, und, und, und das wurde alles hier drin auch aufgearbeitet und behandelt. Und dann dachte ich, boah, krass, die kann Held sind einfach. <laughs> das ist abartig. Ähm, also. Ja, es, es war richtig interessant und was ich aber so spannend fand, wir begleiten hier mehrere Frauen aus verschiedenen Bereichen, wir lernen die Welt nicht nur in England kennen, sondern auch in Amerika, in China und und und, sehen wie sich verschiedene Länder weiterentwickeln, wie es ohne Männer vorangeht, wie schwierig ist es ohne Männer, was Frauen bereit sind zu tun und was auch nicht. Also das war ein sehr spannendes, packendes, soziales Experiment, möchte ich sagen. Wunderschön, super interessant. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich war total gefesselt und es ist auch ein ganz tolles Buch, was so zu Diskussionen anregt, was man toll in der Gruppe lesen kann. Also sucht euch da gerne ein Buddy Read, weil das ist auf jeden Fall ein Buch, das Gesprächsstoff bietet. Ich hätte nicht erwartet, dass mir das so gut gefallen wird. Ja, bin mega begeistert. Ganz, ganz, ganz tolles Buch. Kann ich jedem nur empfehlen und ich kann es auch Leuten empfehlen, die jetzt nicht unbedingt auf Dystopien stehen oder auf so Endzeitromane. Und auch wenn ihr abgesteckt seid, so, oh, auch wieder eine Krankheit. Ich dachte mir auch so, oh nee, ich kann doch jetzt nicht wirklich ein Buch lesen, wo es um eine Pandemie geht. Wir haben gerade eine hinter uns, so. Wisst ihr? Aber trotzdem konnte mich das begeistern, obwohl ich sowas gar nicht mag. Ich mag weder Science-Fiction, Dystopien. Ha, es geht also ganz, ganz, ganz selten ne? und so Pandemien und so, ich, da bin ich kein Fan von, mag ich nicht. Aber ich habe dieses Buch extrem gefeiert. Also lasst euch von dem Grundthema nicht abschrecken. Es ist ein ganz tolles Buch, was zum Nachdenken anregt, ähm, was uns auch so viele Dinge wieder wertschätzen lässt. Also ja absolute Empfehlung. Dann packe ich tatsächlich auch einen Reread ähm, hier in die Liste ein. Und zwar habe ich Anfang des Jahres Die Seelen der Nacht von Deborah Harkness gereadet. Gere auch in der Leserunde, boah, ich habe dieses Jahr habe ich mit der Community echt einige coole Bücher gelesen, ne, ja, Deborah Harkness, die Seele der Nacht hat das langweiligste Cover, was man sich so vorstellen kann, wirklich niemand würde dieses Buch in die Hand nehmen und denken, das ist die beste Hexengeschichte, die es jemals gab, also ich verstehe bis heute nicht, warum der Blanc Verlag da mal nicht eine coole Neuauflage gemacht hat, die englischen Cover, ich blende mal hier ein, es sind einfach Millionenmal schöner, vielen Dank für nichts, ähm, auf jeden Fall geht es hier um Diana Bishop und sie ist die Tochter der mächtigsten Hexer, die es gab. Ähm, ihre Eltern sind allerdings verstorben und sie möchte mit Hexerei gar nichts zu tun haben. Ähm, sie ist, ähm, was ist sie in Oxford? Naturwissenschaftler? Nee, Matthew ist Natur Historikerin. Sie ist Historikerin und ähm, arbeitet gerade in Oxford und da fliegt ihr auf einmal ein Buch in die Hände. Und das ist so das wichtigste Buch der Hexen, Vampire und Dämonen. Also diese drei Wesen gibt es hier. Und auf einmal sind alle auf der Jagd nach Diana und sie versteht nicht, was es mit diesem Buch auf sich hat. Warum hat sie dieses Buch? Was soll sie damit? Bla bla bla. Ähm, dabei lernt sie Matthew einen Vampiren kennen. Und ähm, ja, Spoiler, da ist halt auch eine Liebesgeschichte mit dabei. Aber so eine sehr schöne Liebesgeschichte, so eine erwachsene Liebesgeschichte. Also es ist ein. Buch wirklich für Erwachsene, wobei ich auch finde, Jugendliche können das wunderbar lesen und werden sehr unterhalten werden. Aber es ist durchaus was, was ähm, gerade Ältere, wo sagen, hey, mir ist das in Jugendbüchern zu kitschig und äh, so unnötiges Drama. Schaut euch das an. Eine wunderschöne Liebesgeschichte. Ähm, es hat so tolle, oh, oh, es ist einfach so gut. Es ist so gut. Ich kann bis heute sagen, ich habe es jetzt zweimal gelesen und es ist die beste Hexengeschichte, die ich jemals gelesen habe. Ich habe auch die Serie geschaut, gibt's auf... Ich habe es auf... glaube ich, habe mir auf Amazon gekauft. Ich habe auf Sky, gibt's die, ich bin mir aber nicht sicher. Ah, Weiß ich nicht, ich mag nicht so die Schauspieler. Also Matthew ist halt echt nicht so... Ah, ja, der heißeste Typ. <laughs> um, lest lieber das Buch, da werdet ihr mehr Freude dran haben. Um, die Serie war okay, war gut, aber hat mir jetzt nicht so gut gefallen, einfach anhand der Auswahl. Der Schauspieler. Aber beste Hexenstory ever. Als nächstes kommt natürlich Ariadne von Jennifer Saint. Oh, nicht nur, dass es eines der schönsten Bücher ist von diesem Jahr, finde ich. Also, ich gucke es mir jedes Mal an und bin absolut verliebt in das Cover, in die Ästhetik. In, in, die ganze Aufmachung ist einfach bezaubert schön. Und hier geht es um Ariadne. Ariadne ist die ähm, Tochter des Königs von Kreta. Um, wir haben hier quasi so diese Geschichte um den Minotaurus, der ihr Halbbruder war und ähm, ja aus ihrer Sicht allerdings, wie der Minotaurus getötet wurde, was danach passiert ist, wie das überhaupt passieren konnte, ähm, so die ganze Story aus Ariadne's Sicht. Und dabei lernen wir nicht nur Ariadne und Theseus kennen, sondern auch noch einige andere Figuren aus der griechischen Mythologie, was ich vor allem für Anfänger super finde. Also das ist ein Buch, das ihr als Anfänger sehr gut lesen könnt. Ihr lernt einige Charaktere kennen, ihr lernt die Geschichte kennen. Ich finde gerade die Geschichte um den Minotaurus ist ja schon eine sehr. Wichtige Geschichte in der griechischen Mythologie sollte man schon kennen. Ähm, ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, nach Kreta zu reisen. Man kann ja die Ruinen anschauen. Da gibt es ja ganz viele Museen, will ich unbedingt hin. Ich war zwar schon mal auf Kreta, aber ich war halt viel zu klein so. Ähm, ich glaube, da steht ja auch der erste Wecker der Welt, meine ich. Also das sind schon ein co paar coole Sachen auf Kreta. Ja, ähm, hat mir richtig gut gefallen von allen griechischen äh, 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 mysteriösen äh, mythologischen Griechisch-mythologischen Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe, war das mein Favorite und ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, egal ob es jemand ist, der sich frisch damit auseinandersetzt oder jemand, der schon sehr viel in dem Bereich gelesen hat, wird seine Freude dran haben absolute Klasse. Ich muss unbedingt noch Elektra lesen von Jennifer Saint. Das neue Buch oder neuere Buch von ihr liegt immer noch auf dem Sub, aber ja, ich hebe es mir auf für schlechte Zeiten. Oh, auch eine unfassbar gute Fantasy-Geschichte, wo ich auch leider noch nicht weitergelesen habe, aber ich glaube, ich werde mich auch hier so ein bisschen gedulden, bis die Reihe beendet ist. Ich weiß nicht, wie viele Bände es werden. Und zwar ist es River of Shadow von Karina Halle. Oh, das war so gut. Das war so gut. Das ist nordische Mythologie, die wir hier haben. Hier geht es um ein Mädchen. Ihr Vater lebt in Finnland oder Norwegen. Ich weiß nicht. Genau, sie ist in L.A. aufgewachsen, hat kaum Kontakt zu ihrem Vater. Und eines Tages meldet sich dann eben jemand, dass der Vater eben gestorben ist. Genau. Und, dann, und der Vater hat ein Hotel besessen. Ich glaube, sagen wir es einfach, es war Finnland. Ich glaube, es war Finnland. Ich glaube, es ist Finnland. Und dann reist sie von LA eben nach Finnland zur Beerdigung ihres Vaters. Und dabei lernt sie seinen Lehrling kennen und auch, dass da irgendwas nicht stimmt und dass da irgendwas vor sich geht. Ja, im Endeffekt kommt dann halt raus, dass ihr Vater ein Schamane ist, dass er magische Fähigkeiten besitzt und dass ihr Vater in die Unterwelt gehen wollte. Und sie möchte jetzt ihren Vater retten. Und ihn aus der Unterwelt befreien und dabei ja gerät sie in die Fänge des Königs der Unterwelt. Also das ist so ein bisschen Hades und Persephone in nordischer Mythologie. Hammergeil, so cool, das ganze Setting, die Welt, die Charaktere. Love it. Ähm, mega, 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 mega. Ich freue mich da sehr drauf weiterzulesen. Ich kann es jedem nur empfehlen. So, vom kalten Norden ab in den warmen Süden. Und zwar habe ich auf eure Empfehlung hin Daughter of the Pirate King und Daughter of the Siren Queen mir geholt und sofort gelesen, beide direkt hintereinander weggesuchtet innerhalb von einem Tag. Ähm, auch hier eine Geschichte, wo ich dachte, hm, ja, weiß ich nicht. Ich finde Piratengeschichten immer schwierig. Auf der einen Seite, ich mag es extrem. Ich bin ein Riesenfluch der Karibik-Fan. Auf der anderen Seite. Ja, kriegt man oft nicht das, was man gerne gehabt hätte. Und hier hat man wirklich das Gefühl, das ist ein Spin-off von Fluch der Karibik. Also ihr müsst euch dies, den ganzen Vibe in dieser Geschichte, das, die ganze Welt so vorstellen, als wäre das jetzt so ein Fluch der Karibik-Film. Weil genau so fühlt es sich an. Nur statt Jack Sparrow haben wir hier unsere Protagonistin, wie heißt sie, äh, äh, Alossa. Und ja, Alossa ist die Tochter des Piratenkönigs und Alossa muss auf eine gefährliche Mission. Wir starten direkt actionreich in der Mission drin. Ähm, sie ja kommt nämlich auf ein Boot eines verfeindeten Piraten, ähm, ist dort in Gefangenschaft und muss aber gleichzeitig die Mission für ihren Vater erledigen. Ne? Und das war so spannend. Es war so spannend. Und kennt ihr das in so Geschichten? Ihr habt oft immer so, ja, die starke Protagonistin, sie ist voll die Kämpferin. Und, und, und hier haben wir es halt wirklich. Also hier kaufe ich das halt wirklich ab. Und ich hatte auch Angst, so, hey, wie kann man eine gute Geschichte in so wenig Seiten packen? Junger Vater, diese Autorin hat ein Mega-Schreibstil. Band 1 und Band 2 waren einfach genial. Ich habe beides geliebt. Es war so spannend. Wirklich, ich habe das komplett inhaliert, die Geschichte. Komplett durchgesuchtet. Ich wünschte mir, also ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass Disney sich die Rechte holt an. An der Geschichte und in das Fluch der Karibik-Universum mit einbindet. Das wäre genial. Das würde so gut passen. Von allem einfach, auch so vom Humor, von der Art. Also, es ist einfach nur cool. Also, für alle Fluch der Karibik-Fans, schaut es euch unbedingt an. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr könnt mir später danken. So, und zum Schluss noch eine Reihe, oh, die mich auch. Ja, leider viel zu kurz begleitet hat dieses Jahr. Und zwar ist es von Mara Wolf das Zepter, also die Atlantis-Chroniken, das Zepter aus Licht, Ring aus Feuer und die Krone aus Asche. Ähm, ich halte einfach jetzt stellvertretend den ersten Band ähm, hier hoch. Ich glaube, die meisten von euch werden die Bücher schon gesehen haben. Ähm, es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte. Wir haben hier Engel, wir haben ähm, mythologische Wesen, ähm, Atlantis, also wir haben ganz viel hier mit rein verwoben. Alles Themen, die mich unfassbar interessieren. Ähm, es hat so ein bisschen so ein Lara Croft Vibe, weil unsere Protagonistin ist so Schatzjägerin. Ähm, und ja, wir versuchen quasi Atlantis zu retten und wieder auferstehen zu lassen. So, Das ist so die, die, das ganze Ziel dieser Geschichte. Dabei passiert natürlich sehr viel, sehr viel Drama, sehr viel Liebe. Um, wir haben hier heiße Männer und äh, ja, es ist. Ach, man hatte so dieses Family-Gefühl, so, man ist Teil davon, man ist komplett in dieser Geschichte versunken, man wollte nicht mehr raus. Als es so zum Ende ging, Leute, ich hatte Panik, dass es. Also, ich wollte nicht, dass es zu Ende geht. Ich hatte Panik, die letzten Seiten zu lesen, weil ich dachte mir, Scheiße, was mache ich, wenn die Geschichte jetzt vorbei ist? Dann ist es ja vorbei. So, dann, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als höchstens nochmal von vorne anzufangen. Aber dann gibt's nichts Neues mehr. Ähm es war spannend, es war gut recherchiert, man merkt, dass Marrow Wolf sich sehr mit diesen ganzen Themen, die hier drin vorkommen, auseinandergesetzt hat. Es war ein wilder Mix an Wesen und Kreaturen, das einfach perfekt miteinander harmoniert hat und perfekt zusammengepasst hat. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war eine Geschichte, so eine Abenteuergeschichte, genau nach meinem Geschmack, mit einer Prise Liebe, mit einer Prise Drama und hier und da und Magie und... Es war grandios. Es war wirklich grandios. Es war für mich auch die erste äh, Trilogie, die ich von Mara Wolf gelesen habe. Ich, für nächstes Jahr würde ich gerne äh, Sisters of the Stars lesen, beziehungsweise kommt jetzt noch eine neue Hexenreihe von ihr. Bin ich ja auch neugierig drauf. Aber das ist eine absolute Empfehlung. Auch vor allem für Leute, die sich gerade so für Sachen mit Atlantis, mit Engeln, mit so Artefakten und so, die sich dafür interessieren. Für die ist es auf jeden Fall was. Ja. Das waren sie auch schon. Das waren meine Top-Bücher. Ich bin so dankbar, dass ich die Bücher gelesen habe. Ich hoffe, dass ich das ein oder andere bereits euch empfohlen habe, dass ihr euch das ein oder andere auch schon gekauft habt und es ebenfalls geliebt habt. Ich werde jetzt auf jeden Fall in den Kommentaren mal nachschauen, was ihr mir reinschreibt, was eure Top-Bücher waren. Ich bin sehr gespannt drauf. Danke fürs Zuschauen und dann alle von uns ähm, ja ein gutes neues Lesjahr 2023, dass wir noch mehr Highlight-Bücher nächstes Jahr lesen werden. Bis bald, tschüss.